Okay, ich glaube, es regnet gerade ganz doll. Du kannst mit der rechten Maustaste ausweichen. Danke, Papa! Sehr lieb, dass du das erwähnst. Ey, weißt du, und ich mühe mich hier echt die ganze Zeit ab, hier so zur Umschalttaste zu kommen und so alle Tasten da unter einem Hut zu kriegen. Und dann ist es so einfach, ey. So und okay, so komme ich da rein in die Objekte. Okay. Fetch uns raus. Ja, ich höre das hier. Ich dachte eben so, hä, was ist denn das draußen für Geknacke? Seid ihr schon draußen? Rennt der Hund hier jetzt runter oder keine Ahnung? Und da war das hier oben oder da hier vorne echt mega draußen. Muss der Hund warten, ja. Definitiv. Ich glaube, ihr ist das aber auch ganz recht. Mit mir geht's hier ja allgemein nicht gerne raus, wenn es so im Ström regnet. Oh Gott! Oh Gott! Ja, warum erhalte ich von einer Eule einen Hundeschwanz? LOL! Warum erhalte ich das? Der nächste... Ey, ich wollte das gerade vorlesen. Dann nicht. So, was habe ich jetzt da bekommen? Ein Hundeschwanz. Innenschiebe. Szene kombiniert mit Hundeohren verführt er dazu, bellend herum. Nein, okay, warte mal. Nein. Ja, Strategien. Ja. Outfits. Warte mal. Nein. Warte mal. Kann ich den irgendwie drehen? Ich kann den Charakter nicht drehen. Schade. Warte mal. Ja, ich will ja rotieren. Nein! Das Scheiße! Sieht das Panne aus! Etwas auf den Mund gekommen, ne? Oh lol. Das Spiel belauscht uns, wir reden über Hunde und das Spiel kennt hier einen Hundeschwanz. Sehr verwirrend, ja. Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Beobachtet und belauscht. Lol. Den lassen wir erstmal. Oh Gott. Oh Gott, wie der wedelt ist. Ist eine Panne. Ey, aber die haben das perfekte extra für mich reingepackt, ne? Ich liebe ja sowas. Ich alber ja mit sowas echt gerne rum. Oh, ich glaube, da sterbe ich, wenn ich gegen das Viech kämpfe. Egal, komm. Machen wir. LOL! Level 43! Gott ist ein Weh drin! Wir werden sterben! Wie kann ich den Kampf verlassen? Ich werde sterben! Warum sieht man das Level immer erst dann, wenn man schon tot ist? Warum stirbt die nicht? Toll! Ich kann nicht fliehen! Warum? Was? Ich kann auf jedem Kampf fliehen, ne? Aber da kann ich nicht fliehen. Ich muss sterben! Der Fuß da mit der Fuß da auch wieder mitbekommen. Aber das war ich nicht. Lol. Ja, als Strafe werde ich jetzt sterben. Alle Verbündeten sind gestorben. Es war ein harter Kampf. Doch, das wird seine Stimme. Nein. Von einer Gruppenniederlage erholen. Wenn die Gruppe in einem normalen Kampf verliert und ausgelöscht wird, kostet das im selben Gebiet HP, um die Gruppe zu retten. Du kehrst mit nur HP ins selbe Gebiet zurück, halte aber keine KP. Von daher ist es klug, dich in ein anderes Gebiet zurückzuziehen, um dein HP wiederherzustellen. Oh lol, weg damit. Tiefe Stimme. Was? Was für eine tiefe Stimme? Hab doch keine tiefe Stimme. Wo habe ich denn eine tiefe Stimme?
Ich habe eine engelsgleiche, zart blühende Stimme, ja? Engelsgleich. Engelsgleich. Das kriegt gar nicht hin. Mal sehen, ob ich nur noch raus kann. Der ist ja gut, ich müsste nämlich auch mal aufs Klo. Guck dir dann nämlich auch mal ganz kurz. Bevor noch was in die Hose geht. Jo. Das war richtig? Ja, war die richtige. Richtige Taste. So, aber einmal noch mal ganz kurz vom Brot abbeißen. Danke, Kaya. Dieser Hundeschwanz, ey. Ich komme auf diesen Hundeschwanz nicht klar. Ulzebeck. Naja, wer kennt's nicht? Das gute alte Ulzebeck. Suitazo. Urubezekuda. Lena no Sokohe no Sugata ga miataranai na. Ore tachi ni kurebete Lena jin wa atama kazu ga sukunai kara na. Kouyu ne oki suru dake no basho wa junkai wa shitemo jōchū wa shinai. Koko ni tsugi no kakurega ga aru nda na. Souyu koto da. お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけどジェニファー奇遇だったようだな行くぞOK, zum Versteck der Kamesinkrähen.Da kommen wir. So, vielleicht finden wir hier irgendetwas. Oh, Hühnchen. Ich liebe Hühnchen. Hühnchen sind toll. Ey. Geh da rein. Gut, da müssen wir hoch. Hier ist das Gasthaus. Hm. Okay, da geht's nicht hoch. Schade. Erstmal auf Mümmeln hier. So. Gut, hier ist auch nichts. Ich kann ihn irgendwie mit diesem Hundeschwanz nicht ernst nehmen. Ihr dürft gerne sagen, wenn wir ihn wieder abnehmen sollen. Oder ob wir ihn lassen sollen. Ich finde ihn natürlich sehr witzig. Aber, naja. Ey, ich will da wieder hoch, danke. Das sieht wunderschön aus, ja. Drin lassen, bitte. Vielleicht gibt's da Esel drin. Ja, das wäre eine Überlegung wert, ne? Wär mega cool. Aber gut, dass du den gleichen Geschmack hast wie ich, Mappa. Das beruhigt mich schon mal. Ich dachte, ich wäre als Einzige so.
Ich hätte gehofft, dass das jemand sagt. Sag mal. Guckt mal denn hier ganz hoch. Die Maske am besten noch in Pink mit Glitzer dran. Ja, das wäre cool. Toll, ich bin den ganzen Weg jetzt hier hochgerannt. Für Fleischreste. Nur für Fleischreste? Ernsthaft? Für Fleischreste? Ach, ja, okay. Gut. Ja, ne? Sehe ich genauso, Mappa. Sehe ich genauso. Kriegt man Fallschaden? Ich glaube nicht, ne? Okay. Da kommt man nicht hin. Also hier ins Häuschen rein. Ui, jetzt kann's Eintopf kochen. Gerade kann ich noch gar nicht kochen, aber später kann man kochen. Bin gespannt, was wir für Rezepte machen. ジルファが来たばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの。切り札が手に入った。敵は混乱している。この木に乗じて一気に頭を取る。そう。いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ。失敗はできん。ここ一番農家ソルカだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。 俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。 あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。 Oh Gott, man hat's gehört, scheiße. ぴったり。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか？何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。 レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら？彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。 Hat man das so laut gehört? Ich hab mich selbst erschreckt. Weißt du, vorhin, wo ich die Flasche aufgemacht habe, das ist so ein Erdbeersekko, ein Fruchtsekko. Vorhin, wo ich das erste Mal die Flasche geöffnet habe, gar nichts, kein Plop, nichts. Jetzt habe ich sie das zweite Mal geöffnet. Alter, ich habe mich so von diesem Plop erschreckt. Alter, so ein halber Herzinfarkt vor allem. Ich dachte nur so, ja, ich muss mich nicht muten, ne? Da passiert ja eh nichts, das ploppt nicht. Ja, scheiße, das hat voll geploppt. Oh. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Hier oben sind Bilder von der Wand gefallen. Also Frisches übertreibt jetzt aber. Also jetzt übertreibt er. So, und jetzt könnte ich das auch... Ja, jetzt könnte ich das sogar ändern. Aber das ist keine Ausrüstung an sich, ne? Nee. Na doch, ist es. Aber es sind Sets. Hab mich eingepiept. Und es gibt einfach zu, dass du so ein alter Mann bist, dass du es nicht mehr halten kannst. Was Uhut hier? Seid ihr das? Irgendwas Uhut hier doch, warte mal. Wedel, wedel, wedel. Eine Uhu mit Hundeohren. Da, eine Uhu!
glaube, wir kriegen Ohren. Ohren! Okay, es sind keine Eselsohren, es sind tausend Ohren. Mappa, woher weißt du das, dass wir jetzt nicht Ohren kriegen? LOL! LOL! Wie geil! Okay, warte. Ja, scheiße, sieht das Panne aus. Das war nur ein Wunsch. Nein, Papa. Mama, das glaub ich dir nicht mehr. Kann ich mich selbst bannen? Nein, Kaius. Nein, kannst du nicht. Oh Gott. Ich krieg mich nicht mehr ein. Vor allem, ich dachte erst so, ich hätte mich verhört mit diesem Uhu. Ich find's ein wenig nice. Der Typ wird immer heißer. Ja, ne? Frottes hier, das wäre doch was für dich. Ein Hundeschwanz und Hasenohren. Das sieht doch panne aus. Nein, das sieht voll geil aus. Vor allem, weißt du, so die komplette Maske. Und dann kommt da diese Öhrchen raus. Oh, ist das geil. Okay, ihr seid hier nicht nur neu, ihr erinnert euch auch an nichts, oder? Falls ihr noch Fragen habt, kann ich euch vielleicht weiterhelfen. Okay. Den Schwanz lass mal, bin zufrieden. Aber die Ohren, yo. Hey, meine Sicht in deinem Wachsen der Ohren. Ja, klar. Okay, was haben deine Leute vor? Wir würden gerne die Renea vertreiben, aber wie ihr sicherlich wisst, sind wir ihnen weit unterlegen. Wir warten vor allem auf eine Gelegenheit, um anzugreifen. Bis dahin sabotieren wir sie, sammeln Informationen und helfen anderen Sklaven. Unsere große Chance scheint zum Greifen nahe zu sein, wenn man Sephir und den anderen Glauben schenken kann. Möchtet ihr sonst etwas wissen? Weiß, wie das Gesicht aussieht. Vielleicht steckt Voldemort darunter. Ja. Der Mann mit den Ohreneisenmasken. Die Geschichte wird neu erzählt. Schauen Sie jetzt den zweiten Teil von dem Mann in der Eisenmaske. Ah, schön. Ach, scheiße, ey. Okay, wir kämpfen die Renea. Die Strahlaugen tragen große gepanzerte Rüstung. Sie kämpfen mit Astralarzt und hetzen ihre Zeuge auf ihre Gegner. Wenn es erledigt, versucht man sie frontal anzugreifen. Wir müssen mit einer größeren Zahl angreifen, das Gelände ausnutzen. Die meisten von uns sind nicht wie Sephir. Wir können das leider nicht 1:1 allein mit ihnen aufnehmen. Deshalb sind wir froh, euch beide mit an Bord zu haben. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ey, Ohrenmaske, komm mal her. Oh, Ohrenmaske, oh, Ohrenmaske. Ulzberg ist eine der Enklaven, in denen danische Sklaven leben. Hier werden hauptsächlich Nahrungsmittel hergestellt. Die Strahlaugen haben hier keine Außenposten und ihre Wachposten verirren sich selten hierher. Deshalb haben wir uns hier niedergelassen. Als Gegenleistung dafür, dass sie uns nicht verraten, versorgen wir die Einwohner mit Vorräten und helfen bei allen möglichen. Schadet auch nicht gerade, dass hier niemand die Strahlaugen ausstehen kann. Mit den Ohren kann er seinen Gegner in die Augen biegen. Hufe oder Fell? Aber das wäre voll geil. Was kannst du mir über die Renea erzählen? Der große Planet im Himmel ist ihre Heimatwelt Rena. Das kleinste Objekt ist Leneges, ihre Festung. Von hier stammen die Strahlaugen. Ach ja, und wegen des Namens, wir nennen die Strahlaugen, weil ihre Augen aufleuchten, wenn sie ihre Astro-Arts benutzen. Ganz einfach. Sie nennen uns gerne Eingelassene, weil wir mit einem eingelassenen Geisterkern geboren werden. Bitte nix, Mappa. Doch, ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, Kaya, dass wir alle Uhus finden. Alle Uhus, die uns extra Sachen geben. Das wird mega geil. Aber wenn jemand sich den Karmesinkrähen anschließt, entfernen sie ihn. Auf diese Weise zeigen wir, dass wir niemandes Sklave mehr sind. Rote Katzenaugen. Das wäre geil. Oder eine neue Maske, Tigermaske oder so. Das wäre auch mega.
Die Anführer der Renea, die Lords, tragen eine andere Kleidung als der Rest. Sie ist aus einem seltsamen Stoff und fällt auf wie bunte Hunde. Okay, was sind Zeuge? Zeuge sind Monster, die man oft zusammen mit den Strahlaugen sieht. Ich kann euch nicht sagen, wie viele verschiedene Arten es von ihnen gibt, aber ich weiß, dass sie sehr brutal und wirklich gefährlich sind. Manchmal kommen sie auch in freier Wildbahn vor. Die meisten sind von ihrem Betreuer weggelaufen. Wer nennt sie? Streuner. Okay, und Estrarz? So nennen die Strahlaugen die Kräfte, die sie nutzen. Im Prinzip ist es eine Art Zauberkraft. Renea können Astral-Arts nicht für sich selbst nutzen, weshalb es für sie genauso schwer ist, gegen Renea zu kämpfen, wie gegen Zeugel. Okay. Ja, danke. Wir wissen jetzt alles. Ein buntes Federkleid an den Armen als Flügel. Das wird immer besser. Vor allem, Alter, wie das aussieht. Kamera immer schwenkt, damit das Kunstwerk bloß von allen Seiten. Ja. Okay, was bist du hier mit deinem Sternchen? Neas, so dann. Ach, so. Marde ich tore gatarina. De, na da, so dann. Sore, ich suche noch. Ja, so komme ich ja nicht. Da, sag ich nicht, kotschi und taske de kreneka. Ja, du kotoga jamazuminanda. Nani os sreba inda. Nan de moda. 誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。Oder Flüge vom Metterling. Ja, so Metterlingsflügel. Hallo. Na. Knight hat uns geschickt. Er hat gehört, dass ihr etwas Hilfe brauchen könntet. Das könnte man so sagen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er die Eisenmaske höchstpersönlich vorbeischickt. Ist das ein Strahlauge bei dir? Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Sie ist auf unserer Seite. Sephir kann sich für sie verbürgen. Naja, wenn Sephir kein Problem mit ihr hat, dann ist alles okay. Was zur Hölle? Ich heiße Diron. Ich führe diese Unterkunft. Seine Unterkunft? Wir haben alle schon unsere eigenen Betten. Wir schlafen ja nicht auf Stroh und Steinhart der Erde. Die Karmesin-Krähen haben eine Menge Leute, die schon an der Schwelle zum Tode stehen oder sich aus anderen Gründen nicht gut bewegen können. Dafür ist dieser Ort gedacht, um Leuten einen Platz zum Erholen zu bieten, bevor sie in den Kampf ziehen. Jeder braucht ein bisschen Ruhe und Erholung. Wer nicht auf sich achtet, kann den Strahlaugen auch nicht in bester Form gegenübertreten. Klingt logisch. Was sollen wir dann tun? Du musst mir helfen, Ladung reinzuholen. Ein paar Freunde von mir sind gerade auf dem Weg, sie aus unserem Versteck im Zionenbergwerk herzuholen. Die Minen? Ist das so eine gute Idee, nachdem wir Renea das da gewütet haben? Das sind wertvolle Objekte, die die Leute unter Einsatz ihres Lebens erlangt haben. Wir müssen zumindest einige davon zurückbringen. Sie sollten sich inzwischen unten an der Sendinus-Schlucht befinden. Stoßt auf sie und bringt die Vorräte zurück zur Unterkunft. Okay. Ihr dürft auch gerne diese Unterkunft nutzen, wenn nötig. Ich lasse euch hier umsonst schlafen. Juhu! Wir haben eine Nebenquest begonnen. Nebenquest! Wenn du mit jemandem sprichst, der ein Brief-Icon zeigt, beginnst du eine Nebenquest. Schließt du solche Nebenquests ab, erhältst du Belohnung. Also nimm so viele an, wie du willst. In den Aktivitätsdaten kannst du dir die Ziele einsehen. Oder eine Sonnenbrille oder eine Basecap, falls er mal geblendet wird. Stell mir vor, wie das aussehen würde, wäre ein Bienenstachel statt das Hundeschwanz hätte. Boah, Mappa, das wäre mega geil. Das wäre mega geil. Ja, das klingt gut. So, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Da muss ich erstmal selber klarkommen. Ah, Sendinus-Schlucht, das ist da hinten. Karmesin-Krähen. Okay. Das heißt, wir müssen einmal hier wieder zurück. Zurück, Maschmasch. Das geht gar nicht. Das geht nicht gar nicht.
Hallo, ihr süßen kleinen Zeuge. Hallo. Habt ihr mich vermisst? Wo ist die nächste Leute? Ich hätte schon und komme noch aus. Vielleicht wird es doch ein Niederschlafen. Ja, die nächste Eule wäre schon mega cool. Aber wir machen uns jetzt erstmal die Nebenquest. Aber jetzt habe ich echt so einen Grund, diese Eulen ausfindig zu machen, ne? Dann müssen wir immer nach so einem Uhu Ausschau halten. Gott, ich stelle mir das mega cool vor. Ich frage mich gerade, ob die anderen jetzt alle, die das Spiel gerade spielen, auch so viel Fun haben. Nur wegen eines Hundeschwanzes und... Oh, die Hasenohren. Die Hasenohren, ey. Das geht gar nicht. So, das hier nehmen wir nochmal mit. Ach, Göttchen, ey. Ich feier das. Das ist mega cool. Vor allem Wedel, Wedel, Wedel. Wedel, Wedel, Wedel. Wedel, 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 Wedel. Ah, geil. Wedel, Wedel, Wedel. Muss das ein bisschen an Cleo denken. Wedel, Wedel, Wedel. Ich glaub, da lief was schief. Die simulieren nur ja, ne? Glaube ich auch. Die Ohren! Wollen wir die sich auch noch so bewegen, ne? Oh, meine Bruschetta weicht auf. Hier, meine Bruschetta. Ja, stimmt, das Schwert schwebt, ne? Warte, dreh dich nochmal. Junge, dreh dich nochmal. So lernen wir es kochen. せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。もの一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でも それがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は。Stimmt, das Schwert fliegt. なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。Habe ich gedreht und es erzittert das Schwert. Ich